Hallo meine Lieben, ich begrüße euch aus meiner parlamentarischen Sommerpause, aber nicht politischen Sommerpause. Wenn nicht gerade mal Plenum ist, bin ich gerne hier in Hannover, hier vorm Landtag, Tag der offenen Tür und unterhalte mich mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Zivilgesellschaft. Auch habe ich heute unseren Oberbürgermeisterkandidaten Belit Onay getroffen, mit dem ich auf dem Faustgelände beim Fährmannsfest war. Und da war der Inklusionsrundgang. Da wurde geschaut, da haben Belit und ich das zusammen gemacht, wie barrierefrei dieses Festival ist. Und es ist ja in unserer Nachbarschaft und meine Hood Linden Nord. Und das war echt informativ und wir beide machen uns stark, wenn es darum geht, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Noch 10 Tage, dann geht es wieder zurück nach Brüssel und dann berichte ich wieder, wenn es endlich losgeht mit meinen Ausschüssen, Sozialausschuss und Außenausschuss. Bis dahin noch einen schönen Sommer, macht's gut, eure Katrin.